Und damit herzlich willkommen zurück zu ATS, zu American Truck Simulator. Lang, lang ist es her, dass wir das gespielt haben. Hatte ich jetzt mal wieder Lust drauf und da habe ich gedacht, dann nehme ich euch direkt doch mit. Ich wollte eh öfter, wenn ich zocke, einfach mal auch eine Aufnahme starten. So, wir fahren einen Schwerlasttransporter, den wir in ATS bisher noch gar nicht gefahren sind. Ist zwar schon Monate her, gefühlt Jahre. Ja, Jahre übertrieben, aber ein Jahr oder so. Nee, das ist, also das Schwerlast-Update kam vor ein paar Monaten. Nein, das kam vor Monaten, das Schwerlast-Update. Ich glaube, ein halbes Jahr her, dass wir ATS gespielt haben. Und das Schwerlast-Update kam vor ein paar Monaten. Das habe ich halt noch gar nicht ausprobiert, weil ich ATS auch selten spiele. Und ich habe gedacht, mit euch zusammen können wir mal wieder fahren. Ich habe das privat schon mal ausprobiert. Aber nicht lange zumindest. So, wir fahren heute, wie gesagt, sieht man ja hier Oversize Load mit den roten Fahnen, so wie es in Amerika anscheinend vorgeschrieben ist, dass wir es haben. Wir fahren ein Container-Chassis. Das ist so ein Ding, wo sich Container, vielleicht sieht man das, wo man so einen Container draufstellen kann und der Teil fährt dann darunter mit damit rum. Was ganz sinnvoll ist hier am Hafen, aber scheinbar wird es am Hafen nicht mehr gebraucht, denn wir fahren das Ganze wohin? Nach Oxnard. Genau. Wir fahren von Auckland nach Oxnard, vom Auckland-Hafen. Dann würde ich sagen, Motor an, reinsetzen und los geht's. Jetzt müssen wir natürlich immer gucken, wie kommen wir hier vom Hafen runter. Also hinter uns wird es nicht weitergehen. Einmal jetzt ganz schlau gucken, wie wir hier vom Hafen runterkommen. Haben wir hier eine Map, wo wir das vielleicht drauf sehen? Naja, wir müssen da hinten irgendwie hin. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier irgendwie drehen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Wir schauen mal, ob wir irgendwo einen Ausgang finden. Ne, da sind ja auch Pfeile. Für die ganz Blinden sind ja sogar Pfeile auf dem Boden. Das heißt, wir müssen hier hinten und dann rechts. Okay. Ah, da hinten rum. Okay. Übrigens, was ich noch schnell zeigen wollte, wir haben eine ganz schöne Überbreite. Wie man sieht, hier ist breiter als der normale Anhänger. Das sieht man jetzt gerade ein bisschen blöd, aber hier vorne. Erstens haben wir so ein Zwischenchassis sozusagen. Und der ist doch relativ viel breiter als normal. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, wirklich beim Fahren. Das ist gar nicht so leicht, aber das macht ja auch gerade Spaß und ein bisschen die Herausforderung aus. So. Also ein bisschen länger lieber ausholen, wenn wir die Kurve hier fahren. Wie gesagt, ATS lang nicht mehr gespielt. Spiele ich auch irgendwie, ich nenne es mal privat. Privat heißt, es ist ja, ich meine nicht privat, ich meine, für mich selber spiele ich das immer ganz gerne. Oder spiele ich das auch relativ selten, ATS. Ja, meistens spiele ich halt ETS, ich weiß nicht, also erstens online ATS geht überhaupt nicht, weil da nie jemand online ist. Da hast du vielleicht 100 Spieler, was überhaupt keinen Spaß macht. Und ich macht's gut, hier, tschüss, muss mich nicht abmelden, nö, die wissen, dass ich rausfahre. Was ich sagen wollte, genau, online ATS ist irgendwie sinnlos, weil da nie jemand online ist und offline, ja, weiß ich nicht, komm, ich spiele irgendwie immer eher ETS mit den ganzen Mod-Paketen, mit Pro-Mods und so. Aber jetzt habe ich mir gedacht, mache ich mal wieder ATS. Übrigens, wenn ihr öfter ATS sehen wollt, könnt ihr mir das gerne in den Kommentar schreiben. Dann können wir das auch mal wieder öfter spielen. Ich mache mal wieder ein bisschen ohne Gast. Ich wollte eine gute Mischung finden zwischen öfters mal Gast einladen zum Interview oder ohne Gast. Jetzt, weil ich gerade wieder häufig ein bisschen ohne Gast einfach aufnehmen. Wollte ich aber auch mal wieder machen. Ein bisschen teilweise, weil ich wieder Material brauchte. Andererseits auch, weil ich Lust drauf hatte. Jetzt kam mir der andere LKW entgegen. Dann konnte ich die Kurve nicht so ausholen. Da muss ich mir ausholen. Okay, gut. So, jetzt wetten, der fährt mir gleich vor die Karre und dann komme ich nicht mehr rum. Ich hab mir fast gedacht, Arschloch. Kollegen Schwein. Wie soll ich denn da rumkommen? Okay, dann nehmen wir Trick 17 und fahren einfach außen rum. So. Kommen wir jetzt hier rum? Ich hoffe. Weil sonst der Kollege wollte uns da nicht vernünftig rausfahren lassen. Das ist doch mit dem großen Anhänger ein bisschen schwieriger. Wow. Ja, es ist wirklich schwieriger, wie man sieht. Hinten. Der legt wirklich schwerer mit, als hier zum Beispiel, wenn man jetzt mit Double Trailer zum Beispiel in ETS fährt. Das ist wesentlich angenehmer als dieses hier. Aber es ist interessant. Wir müssen hier wirklich ausholen, ein bisschen aufpassen. Und macht Spaß, finde ich. Haben wir schon Ladung beschädigt? Ne, haben wir zum Glück noch nicht. Wir müssen bei jeder Kurve wirklich ein bisschen weiter ausholen. Ein bisschen in die Straße reinfahren. So, aber die anderen Autofahrer scheinen hier keine Rücksicht darauf zu nehmen, was ein bisschen schade ist. Vor allem von den anderen Truckern hätte ich das jetzt erwartet, dass er vielleicht ein bisschen Abstand hält.
Aber nein, warum auch? So. Sehr schön. Dann geht's auf die Bahn jetzt hier auf dem Highway oder Freeway. Ich habe, glaube ich, einen Mod drin, neue Straßentexturen. Sieht man so ein bisschen hier. Ich ziehe jetzt einfach mal raus, ne? Ich wollte jetzt hier nicht groß warten noch. Der hat mich vielleicht auch reingelassen. Vielleicht war er so freundlich oder er musste einfach nur bremsen, eins von beiden. Hier ist halt keine Einführungsspur hier. Außerdem wäre ich nicht zu bereit für die Einführungsspur gewesen. So, wir müssen uns ein bisschen weiter rechts an der Linie halten, damit wir nicht zu sehr den Verkehr auf der linken Spur behindern. So, lass uns gleich mal ein Tempomat einschalten. Aber wir dürfen genau die Geschwindigkeit fahren, die wir sonst auch fahren dürfen. Keine Schwerlastgeschwindigkeit hier. So, Tempomat drinne. Ich hoffe, ihr schafft es da vorne auf 55 zu fahren. Ich habe keinen Bock zu überholen mit der, mit dem Riesenteil. Darf man das überhaupt mit einem Schwerlasttier so einfach so überholen? Weiß ich nicht. Machen wahrscheinlich auch einige, aber man darf, keine Ahnung. Mal gucken, ob es auch ein paar neue Modelle gibt hier im Spiel. Ich sehe nämlich gerade so ein paar neue Automodelle. Ich habe aber lange nicht mehr gespielt. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht gibt es so... Entweder sind die neu oder ich kann mich einfach nicht mehr so ein bisschen dran erinnern, weil ich sehe schon mehr verschiedene gefühlt als damals. Damals war das wirklich repetitiv. Das wird dauernd irgendwie mehr... Jede zweite Auto war ein Ford Mustang übertrieben. Das wäre schon ganz sinnvoll, wenn sie da noch ein paar mehr Autos eingebaut hätten. Was fahrt ihr denn da vom? Fahrt doch 55. Ihr fahrt doch bestimmt nur 50 vor mir, oder? Naja, gut. 52, 53. Man merkt schon ein bisschen, hole ich schon auf. So. Richtung Los Angeles Karlsbad. Fahren wir jetzt. Wie gesagt, es gab ja auch das große Map-Umscaling. Scaling. Das ist kein Sinn. Map-Vergrößerung. Ich versuch's lieber gar nicht mit Englisch. Map-Vergrößerung hier von ATS, das von... Da habe ich dann auch lange nicht mehr nachgespielt. Da wollte ich mal ein bisschen spielen, weil ich das schon ganz interessant fand mit den neuen ganzen... Wollen wir den drauf lassen? Oder will der gar nicht drauf? Doch, will er. Lassen wir die mal drauf hier, die Kollegen. Aber wir sind ein bisschen schnell, ne? Aber doch, mit der Überlast kann man sogar überholen. Ja, mit Schwertransport überholen. Lavan ist wieder der Held hier. Aber ich glaube nicht, dass die Polizei da rummotzt. Weiß ich nicht. Mal gucken. Man schafft es aber. Aber wenn jetzt links der Leitplanke kommt, wird es knapp. Aber die fahren ja auch alle keine 55. Die fahren höchstens 2,53. Das ist ein Quatsch. Deswegen ziehe ich jetzt eiskalt dran vorbei. Müssen ja auch noch irgendwann ankommen. So. Wie gesagt, man muss wirklich ein bisschen aufpassen, dass ich hier keinen Schlenker fahre, so wie gerade. Sonst hängen wir ganz schnell entweder in einem anderen Auto oder in anderen oder in der Leitplanke. Wie gesagt, ist nach dem Map-Vergrößerung, also der Maßstab wurde ja geändert, der Map, wollte ich eigentlich auch öfter fahren, weil ich das schon ganz interessant fand, was sich noch so verändert hat und so. Die meisten Sachen sind ja gleich geblieben, sind einfach nur größer, aber trotzdem finde ich das schon ganz interessant. Und ja, dafür habe ich mir gedacht, könnte ich jetzt auch mal wieder ausprobieren. Bisschen öfter fahren. Jetzt kannst du Gas geben, ne? Jetzt hast du deinen Gaspedal gefunden, Kollege. Danke, Elefantenrennen jetzt hier. Blockieren wir einfach mal den gesamten Highway, Freeway, was auch immer das ist. Wir müssen eh gleich raus. Das heißt, wir müssen den Chevrolet noch rechts von vorbeilassen. Danach werden wir rüberziehen. So. Chevrolet Van, links. Und jetzt raus hier. Einfach, ach, guck mal, es gibt jetzt auch so Ausfuhrspuren, wie man sieht. Das gab es vorher auch nicht. So, dann geht es gleich rechts. Ich glaube, wir fahren ein bisschen Landstraße, was auch interessant wird. Also. Weil wir mit unserer Überlänge hier auf dem Freeway oder auf dem Highway geht es immer noch ganz gut. Und dann nachher durch Städte oder so, wenn wir viel Verkehr haben, das wird dann auch spaßig. 6 Uhr PM, das geht sogar. Wir fahren dann in die Nacht rein, was auch ganz sinnvoll ist für den Schwertransport, dass der nicht so viele, ja, nicht mitten am Tag fährt. Lässt mir ein bisschen Platz, da kommt zum Glück kein Auto, dann kann ich ein bisschen ausholen. Ich habe wieder ein paar Büsche mitgenommen. Mach hier wieder die grünen, die Buschbeseitigung. Schneide ich wieder die Büsche ein bisschen kurz. Könnte man mit meinem LKW gleich das Landschaftsgärtner einstellen. So wie ich fahre. Braucht man kein Straßenamt mehr, dass die Straßen
von Büschen frei hält, sondern ich fahre da einfach mit dem Truck lang und dann sind die schon kurz gefahren. Vor so ein paar Veränderungen habe ich ja schon auf der Map gesehen, die es dann schon so drin gab. Also ein paar Veränderungen gibt es immer. Wo so ein bisschen die Straßenführung geändert wurde oder so in manchen Bereichen, das ist schon ganz cool. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde krank. Irgendwie hört man da vielleicht noch ein bisschen an einer kratzigen Stimme von mir. Zumindest irgendwie heiser oder so oder so. Blöde zum Let's Playen. Naja gut. Wird schon irgendwie gehen. Muss irgendwie gehen. Ab und zu ein bisschen öfter was trinken, dann hört er ab und zu ein paar Sekunden nichts. Wenn ich dann was trinken muss, damit ich keinen trockenen Hals hier bekomme. Den ich schon die ganze Zeit habe, aber keinen total trockenen Hals. Telegrafenmasten rechts sind doch Telegrafenmasten, oder? Sind das Strommasten? Ne, sind Strommasten. Telegrafen gibt es eigentlich nicht mehr. Ich meine, die Telegrafen, ich meine, Telefonmasten. Telegrafen, genau, wir leben im 17. Jahrhundert. Übertrieben gesagt, das war 19. Jahrhundert. Telegrafen. Aber auf jeden Fall, naja, du musst jetzt leider warten. Sag mal, du hältst aber, ne? Mit deinem Volvo? Ja, keine Ahnung. Mit einem VW. Bin ich nicht verachtet. Wie komme ich auf Volvo? Ich glaube nicht, dass ein Volvo war, weil eine Limousine. Naja, gut. Jetzt also wieder ein bisschen Freeway, was auch nicht schaden kann. Ja, das bin ich drauf. Danke. Ist halt total nervig, dass man keine Einfädelungsspur hat. Also, ist das bei den Amis wirklich so? Vermutlich ja. Für einen Trucker total nervig. Vorne wieder ein Ford Mustang. Übrigens, Ford Mustang ein sehr, sehr schönes Auto. Einer der wenigsten Ami-Amerikaner, den ich mag. Ich habe glaube ich, schon mal ganz auf euch. Das ist ja, glaube ich, sogar in der Reihe hier. Also, so viele Folgen wird das nicht her sein. Also, Folgen, aber Jahre hergeführt. Also, ja, bestimmt. Wann habe ich das mit Boost aufgenommen, damals das Interview? Vor anderthalb Jahren ungefähr? Hm, kann gut sein. Ein bisschen weniger, vor einem Jahr. Nee, das war schon anderthalb Jahre, glaube ich, ja. Damals mit dem Boost, das Interview, wo ich auch ein bisschen drüber geredet habe, dass ich so Amis, Ami-Karren gar nicht so der größte Fan von amerikanischen Autos bin, irgendwie. Aber Ford Mustang finde ich schön, die neuen. Obwohl so einen alten, so alte Amis, auch nicht, aber diese ganz großen, wo dann so eine, wahrscheinlich gemütlich zu fahren, aber die sind so, ich glaube, das wäre nichts für mich, wenn die so schwammig lenken. Ich bin selber nicht in Ami gefahren. Ich weiß es nur von Hörensagen. Deswegen bin ich jetzt, lasse ich mich einfach mal auf Autofachsendungen und Berichte von Kumpels. Diese alten Ami-Teile, die sind schon, glaube ich, sehr, sehr schwammig zu fahren. Und wenn du dann mal so eine halbe Stunde am Lenkrad drehst, dann kriegst du vielleicht auch mal hin, dass da so ein paar sich die Räder sich bequem, sich gleich in eine Richtung zu bewegen. Aber sonst. Aber die modernen sind ja schon was anderes. Aber trotzdem. Ich glaube, wenn ich dann bald durch Amerika irgendwie fahren würde, würde ich mir auch sofort, würde ich mir einen modernen Ford Mustang holen oder so. Weiß ich nicht. Als Mietwagen kriegt man bestimmt. Bestimmt überall zu vermieten. Wo ist wahrscheinlich nicht so günstig, aber gut. Man fährt ja auch nicht so oft durch die USA, dann kann man sich ja mal gönnen. Also, reell. Mal gucken. Weil landschaftlich ist es schon sehr abwechslungsreich, hier über durchzufahren von in die verschiedenen Gebiete. Da habe ich mich schon mal darüber ausgelassen, oder nicht ausgelassen, sondern schon mal gesagt, dass ich das gar nicht so, dass ich die Entscheidung für das nächste Erweiterung gar nicht mal so toll finde. Ich finde es irgendwie schade, dass sie jetzt das nächste, was haben sie jetzt gebaut? Also New Mexico gibt es ja schon. Nee, New Mexico jetzt die neue Erweiterung. Man kennt Arizona war die letzte und jetzt kommt New Mexico. Das finde ich irgendwie, naja. Ich hätte es schöner gefunden, wenn man Richtung Norden gehen würde, weiß nicht, Bundesstaat Washington oder so. Oder so ein bisschen zumindest, dass wir jetzt nicht immer diese Wüstenstaaten haben. Weil das ist ja alles, das sieht ja sehr ähnlich aus, Arizona und New Mexico und so. So kann man das natürlich schneller produzieren, aber so ist ein bisschen weniger Abwechslung drin, finde ich, im Spiel. Boah.
Aber ich bin echt zu krank, um hier vernünftig aufzunehmen, merke ich gerade. Ich habe zwar richtig Lust, aber mal gucken, ob ich dann noch eine Folge mache, weil ich echt mega kratze im Hals habe, wenn ich hier die ganze Zeit rede. Ich weiß gar nicht, ob man zu stark hört. Ein bisschen wahrscheinlich schon. Jetzt schön durch die Nacht hier. Aber ist einiges los hier auf dem Freeway oder Highway oder was auch immer. Ein bisschen Verkehr ist da. Hier vorne rechts so typischer Ami-Trailerpark. Ein bisschen für die ärmeren Leute. Gibt es eigentlich sowas wie Sozialwohnungen in, also vom Staat bezuschusst und so in Amerika? Weiß ich gar nicht, sowas gibt oder Recht auf Wohnung oder sowas? Ich glaube eher nicht. Die Amis sind ja deutlich marktwirtschaftlicher. Also soziale Marktwirtschaft, das Wort kennen die ja eigentlich nicht so wirklich. Und vor allen Dingen, wenn die Republikaner an der Macht sind, wie jetzt mit Trump, dann... Ja, die sind eh eher die großen Fans des freien Markts. Von wegen, der Markt reguliert alles selber. Ich ja nicht unbedingt. Also, ich finde, der Markt reguliert für die Reichen sehr gut. Aber lässt zu viele Leute durch das Raster fallen. Und da muss man einfach gegensteuern. Ja. Und na, dann dürfen wir uns schon auf die nächste Regierung CDU, FDP freuen. Die FDP ist ja auch ein großer Freund des freien Marktes. Auch wenn ich so ein paar Sachen mit Digitalisierung schon ganz gut finde, was sie vorhaben. Trotzdem finde ich, das Grundkonzept der FDP ist nicht so ganz meins. Beziehungsweise eigentlich wirtschaftlich gesehen überhaupt nicht meins. Weil ich wirtschaftlich ja auf der anderen Seite bin. Jetzt nicht beim Kommunismus, aber bei der sozialen Marktwirtschaft, wie gesagt, ne? So in der Richtung. Dann aber wirklich mit Mindestlohn, vernünftigen Mindestlohn und alles sowas. Weil ich einfach denke, dass man doch öfter schon regulierend eingreifen muss in den Markt, um vernünftig für die Leute vernünftige Zustände zu haben, wovon die Menschen auch menschenwürdig leben können. So, also, was menschenwürdig bedeutet, immer so eine Sache, aber dass man zumindest ein bisschen vernünftig leben kann, wenn man einen Job hat. Und selbst wenn man keinen Job hat, aus welchen Gründen auch immer, zumindest eine Absicherung hat. Ist so. Also das finde ich schon wichtig. Ich finde auch die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens durchaus eine Überlegung wert. Zumal mit unserer Zukunft, wo wir vermutlich Probleme kriegen werden, dass immer mehr Jobs wegfallen. Weil die Digitalisierung einfach so voranschreitet, müssen wir Licht anmachen, sehe ich gerade. Genau. Sehr schön. Da fahren wir die ganze Zeit hier durch Nacht ohne Licht. Ja. Aber das würde jetzt vom Regen in die Traufe führen. Wenn ich jetzt damit anfange, bei 137 Meilen, dann werden wir nie fertig. Das mache ich mal in einem eigenen Polit-Folge. Wäre ein bisschen auch ab und zu mal eine Folge skripten. Die sind jetzt wieder ungeskriptet hier. Ab und zu werde ich auch mal eine Folge skripten zum bestimmten Thema. Ab und zu werde ich dann mein Interview abfügen. Ab und zu kommt eine spontane Folge. Ich werde mir das so ein bisschen abwechseln. Dass man auch ein bisschen immer was zu gucken hat. Wie gesagt, Let's Draft Talk soll jetzt deutlich regelmäßiger kommen. Also sozusagen als zweites Element zu den anderen Sachen. Wie zum Beispiel Transport Fever oder auch andere Projekte. Im Moment Cluster Truck und vielleicht kommt Train Valley bald zurück. Weil ich das eigentlich zu Ende spielen wollte. Mal gucken. Wir werden es sehen. So, die Polizei hier auch wieder. Aber das sind ja die relativ offensichtlichen Polizeien. Es gibt ja noch diese und Undercover-Wagen hier auch in ATS. Gibt es ja mittlerweile überall die Polizeiwagen. Haben sie ja danach auch in ETS eingeführt. Dass man wirklich ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten muss, wenn man nicht so viel Geld verlieren will. Oder zu viel Geld hat. Weil sonst ab und zu einen auch die Polizei einfach erwischt. Und das ist ja, glaube ich, sogar teurer als ein Blitzer.
schön durch die Nacht. Wo fahren wir hin gleich nochmal? Ist das noch in Kalifornien? Oder ist das schon in Arizona? Oder wo fahren wir jetzt hin? Weiß ich jetzt gar nicht. Von Oakland, ne, sind wir losgefahren, Oakland Hafen. Na, was hat er gesagt? Oxnard. Ich glaube, Oxnard ist noch Kalifornien. Hier sind wir Santa Monica. Nee, Santa Maria. Santa Maria, okay. Santa Monica ist doch bei Los Angeles. Santa Monica Pier. Ein Stadtteil von Los Angeles. So, wir sind aber weiter auf dem Weg Richtung Los Angeles. Allerdings werden wir nicht ganz nach Los Angeles fahren. Wie gesagt, vorher Richtung Oxnard auf abbiegen. Wie gesagt, wir sind ja hier in ATS, haben wir ja immer noch keinen eigenen LKW. Da fahren wir ja noch die ganzen Aufträge durch. Im Gegensatz zu ETS, wo wir ja dann irgendwie relativ schnell uns einen Truck gekauft haben, beziehungsweise relativ schnell übertrieben. Wir haben uns ja dann, ich habe zum Frankreich Expansion, habe ich dann gesagt, jetzt kaufe ich mir einen Truck. Und jetzt haben wir uns ja schon wieder einen Mercedes gekauft. Ich glaube, das werden wir hier erstmal nicht tun, sondern ein bisschen noch mit ein paar Aufträge fahren. Zumal man zum Beispiel für die Schwerlastsachen hier auch vernünftige Trucks kriegt. Bei ATS kriegt man da irgendwie, hier fahren wir einen Schwerlastauftrag, aber hier ist ein Mercedes mit 400 PS. Ja, dann versuchen wir die Berge hochzukommen. Viel Spaß. Versucht mal in Pro-Mods die Kasseler Berge hochzukommen. Wird nichts. Muss eine Differentialsperre reinfahren und mit C die Autobahn hochkriechen. Ist ja auch doof. Das ist hier dann schon ein bisschen anders. Ich glaube, in ATS ist wirklich so, dass sie manchmal sehr, sehr schwache LKWs dann einfach die zuweisen. Aber hier in ATS sind eh alle LKWs stärker, also haben eher schon eine Grundstärke, dass sie das vielleicht schaffen könnten. Obwohl sie diese ganz kleinen vielleicht auch nicht, aber sonst kriegt man nicht schon einen etwas größeren Truck hergestellt. Und jetzt kommen wir aber auch hier zu einer Steigung, wo er ganz schön zu kämpfen haben wird. Merkt man schon, 38, 37, 36, hier ist richtig. Hat er richtig zu kämpfen hier? Naja. 32 Meilen pro Stunde. Links mit dem kleinen Tunnel, das ist aber auch neu, die ganze Strecke hier, ne? Hier sieht man noch diese kleinen Pylonen, die da drin, diese kleinen Ticke, die in der Straße sind. Ich glaube, die habe ich jetzt auch gedownloadet, so wie diese neue Straßentexturen. Das finde ich ganz schön. Die Straße sieht jetzt halt natürlich aus wie der Highway, sieht jetzt irgendwie aus, als würde er gerade erst gebaut worden sein. Ich auch nicht ganz realistisch, aber ich mag das von der Farbe her ganz gerne. So. Bisschen aufpassen, dass wir links nicht zu weit in die Spur reingeraten des anderen Verkehrs hier. Ach, jetzt hier geil. Geile Sicht hier rechts. Jetzt würde ich gerne links rechts aus dem Fenster rausgucken. Aber dann rutsche ich ab. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Macht Spaß, ATS wieder zu fahren. Ich glaube, ich fahre gleich noch eine Runde, wenn mir jetzt nicht gleich die Stimme verschwindet, weil ich meine Stimme mega rau ist. Nun gut. Wer Let's Playen will, muss leiden. Oder so ähnlich. Exit. Ach, kann man rausfahren? Was ist denn da? Fabrik oder so? Okay. Interessant. So, hier an der Küste entlang. Sehr, sehr schick. Sehr, sehr schick. Ja, ich darf jetzt nicht so oft rausgucken. Aber gefällt mir der Highway. So, 45 Meilen noch. 45 habe ich doch nicht verguckt. Ist da hinten ein Leuchtturm rechts oder was sieht man da jetzt im Hintergrund? Nee, doch, ich dachte erst. So ein Leuchtturm wäre doch hier schön. Und sehr geil. Die Strecke kenne ich wirklich, also entweder bin ich die Strecke noch nie gefahren, aber so habe ich sie echt nicht in Erinnerung, dass man hier so direkt mit am Highway und der Küste entlang fährt. Ich glaube, die ist neu. Na, was haben wir hier? Ne, 55, das fahre ich ja. Wenn schneller kann ich hier, darf ich hier eh nicht fahren, dann passt das auch von der Geschwindigkeit. So. Ist das jetzt ja eine Wiegekontrolle oder? Ne, 30. Oh, runter mit der Geschwindigkeit. Was ist denn hier los? Kommen wir jetzt in die Stadt? So ein bisschen, ja, ne? Krass. Mit einer Ampel oder nur mit einer Kreuzung? Nee, nur mit einer Kreuzung. Erst auf in Oxnard. Wir sind schon in Oxnard. Oh, okay. Ja. Interessant. Interessante Kreuzung. Würde in Deutschland, glaube ich, auch nicht erlaubt sein, hier so eine Kreuzung über so einen ehemaligen Highway hier
rüber, also der jetzt gerade jetzt aufgehört hat, hier rüber zu bauen. Schon ein bisschen riskant, da ohne Ampel rauszufahren. Vor allem mit so einem langen Trailer musst du schon ein bisschen aufpassen. Ja, stimmt, da gibt es einen ATS ja mehrere Stellen, wo der echt zum Problem hat das teilweise. So. Na, kommt keine Autos mehr von hinten. Alle weg. Ein bisschen müde bin ich auch, aber eigentlich geht's. So, Oxnard. Sind wir doch gleich schon da. Sehr geil. Und die haben einiges umgebaut, ne? So ein bisschen. Das gefällt mir. Ich sollte ATS öfter fahren. Signale hält. Niedriger Tankfüllstand. Ja, das werde ich aber noch schaffen bis da vorne. Sind doch nur noch 15 Meilen. Und mal gucken, was wir noch können. Okay, wir müssen jetzt weiterfahren. Na, 173 Meilen haben wir noch. Hier fahren wir jetzt, okay. Interessante Straßenführung. Eine wirklich interessante Straßenführung, meiner Meinung nach. Hätten wir jetzt nicht... Wir hätten jetzt aber auch geradeaus auf der Autobahn bleiben können, ne? Ich dachte gerade schon, das wäre doch kein Sinn, so runterzufahren. Naja, gut. Da ist das Navi noch nicht so ganz eingestellt. Aber ich mag die Straßenführung, echt. Die ist schön. Kollege, lassen wir dich nochmal durch. Dann ordnen wir uns dahinter ein. Und dann müssen wir eh gleich wieder raus. Das war so ein bisschen schwachsinnig, unser kleiner Ausflug gerade. So, und jetzt sind wir auch gleich endlich da, wo wir hin wollten. In Oxnard an einer Ablieferstelle. Stop ahead. Wollen wir uns heute auch mal ganz vorschriftsgemäß an Stoppschild halten, obwohl wir jetzt ein bisschen früh gestoppt haben hier. Es war ein bisschen früh. So früh wollte ich eigentlich nicht stoppen mit dem LKW. Wir mal alles frei, alles gut. Ganz vorschriftsgemäß ein Stoppschild gehalten. Ich denke, so der ein oder andere von uns wird auch schon mal ein Stoppschild nicht unbedingt wirklich gestanden haben, sondern so gebremst, geguckt, kurz vorm Stehen gewesen und trotzdem weitergefahren. In der Prüfung wärst du dafür durchgefallen. In der Fahrstückprüfung, aber sonst. Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist, wenn man ein Stoppschild überfährt. Also wenn man da jetzt nicht volle Kanne rüber brettert, sondern einfach nicht voll hält, also nicht voll steht. Vermute nicht so teuer, oder? Ein Punkt wird es dafür wahrscheinlich nicht geben. Weiß ich nicht. 30 Euro, na, 20 Euro, 20 Euro oder sowas. Trotzdem Geld, aber ich glaube, es ist nicht vergleichbar mit einer Ampel, die du, eine rote Ampel, die du überfährst. Geil wäre natürlich, wenn hier Züge fahren rüber. Wenn da dieser Bahnübergang, den wir gerade gesehen haben, ab und zu ist. Das fände ich echt super, aber ich vermute nicht. Weiß ich aber nicht. Dass die Züge so programmiert haben. So. Ich finde das mit den neuen Abbiegeampeln auch super. Also ATS überrascht mich gerade, wie viel Spaß ich jetzt wieder dran habe. Und ich habe richtig Bock weiterzufahren. Ach ja, jetzt werde ich fast losgefahren, weil die rechts, gelb kriegen. Logisch, labern. So, jetzt hast du deine Abbiegespur. Grün. Du musst natürlich wirklich ein bisschen aufpassen, dass du hier nichts mitnimmst. Gut, dass da kein Auto steht, das gerade abbiegen will. Dann wollen wir uns schon mal links einordnen und gleich links auf den Hof fahren. Ich vermute, dass wir wieder die langen, mit den langen Trailern wieder keinen nicht hinstellen können. Also, dass wir nur geradeaus reinfahren können. Wie schade, wir können nicht einparken. Oh, meine Lieblingsdisziplin in den Spielen. So. Keep clear. Wäre wirklich ganz sinnvoll. So, schauen wir mal. Oder ob wir es nur überspringen können hier, weil das ist echt eine scheiß Stelle zum Einparken. Nehmen wir den. Ich hoffe, da kommen wir überhaupt hin. Doch, das geht. Sehr schön. Sehr gut. Nee, das Ding können wir jetzt auch noch machen. Wir müssen gerade da drauf setzen. So,
So, ein Stück noch vorwärts. Ich weiß nicht, ob wir gerade genug dann dafür sind. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, war klar. Okay, scheiß drauf. Ja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Was haben wir denn? Wo haben wir denn 5,7 Schaden her? Sind wir irgendwo reingefahren? Haben wir irgendwie ein Auto erwischt oder so? Na gut, ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber gut, wir haben immer ein 11.000 Dollar Geld Gewinn gemacht. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge und tschüss.